Liebe Zuhörer, heute geht es um den neuen Namen, der aus DriveNow und Car2Go entstanden ist, nämlich ShareNow. Und ich habe heute einen prominenten Gast bei mir, nämlich Carsten Kilian. Carsten Kilian ist Hochschullehrer an der Hochschule Würzburg und außerdem Gründer von Markenlexikon.com. Vielen Dank, Carsten, dass du heute dabei bist. Sehr gerne. Wir haben uns über Facebook die letzten Tage so ein bisschen ausgetauscht zu der neuen Marke, so muss ich gucken, ShareNow, ne? Also das ist eine ganze Markenfamilie, die da entstanden ist. DriveNow und Car2Go haben ja fusioniert. Bevor wir da richtig einsteigen, willst du vielleicht erst noch ein bisschen zu deinem Background erzählen und dann können wir da in die Story so ein bisschen einsteigen. Sehr gerne. Also ich bin Hochschulprofessor in Würzburg, leite dort den Masterstudiengang Marken- und Medienmanagement und bin, wie gesagt, seit vielen Jahren mit Markenlexikon.com im Internet unterwegs, sammle dort die wichtigsten Sachen zum Thema Marke, trage dort zusammen und über den Weg haben wir uns ja auch kennengelernt und schätzen gelernt, du als der Markenrechtsexperte überhaupt und ich eher bei Markenstrategie und beim Thema Markennamen begegnen wir uns auch beide. Und haben jetzt diesen Namen ShareNow vor uns liegen und fragen uns, was soll das? Genau, wie war nochmal so die Geschichte? Also die haben ja schon eine ganze Weile her fusioniert und dann gab es erstmal irgendwie kartellrechtliche Bedenken. Hast du das noch irgendwie auf dem Schirm, wie da so ein bisschen der Ablauf war? Also in der Tat, die zwei sagten, wir wollen uns zusammenlegen, sprich Daimler und BMW wollen ihre Carsharing Markenunternehmen, nämlich Car2Go von BMW und, nee, genau umgekehrt, Car2Go von Mercedes und DriveNow von BMW zusammenlegen. War das richtig? Ja, ne? Ja, genau. Also ich wiederhole es nochmal. Also BMW, ja. Car2Go und Mercedes mit DriveNow, die wollen das zusammenlegen. BMW war ja zuvor mit Sixt am Start. Die hatten ja das Gemeinschaftsunternehmen. Sixt ist ausgestiegen, hat viel Geld kassiert. Und jetzt wollen sie sozusagen die zwei großen Premium-Hersteller aus Deutschland im Bereich Carsharing zusammenzutun, um einfach ein Gegengewicht gegen die amerikanischen Wettbewerber darzustellen, natürlich auch Synergien zu heben und natürlich entsprechend auch eine hohe Präsenz mit den Autos in den deutschen Straßen zu haben. Genau, und jetzt haben die sich eine aus meiner Sicht nicht sehr kreative Marke, ShareNow, ausgedacht, unter der sie auftreten. Ich kann mir vorstellen, dass das es gibt ja immer verschiedene Interessen in den Unternehmen. Einmal gibt es da die Rechtsabteilung oder die Markenabteilung, dann gibt es da die Kommunikationsabteilung, die Marketingabteilung und dann gibt es den Vorstand und so. Und jeder hat eine andere Meinung dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass die Markenabteilung da schon Bedenken angemeldet hat. Wie siehst du denn, wie man die Marke positionieren kann? Wie stark ist die Marke? Wie schwach ist die Marke? Wie schätzt du das ein? Also zunächst ist es natürlich eine neue Marke erstmal, ja, die gewisse Anleihen an DriveNow natürlich nimmt. Aber es ist eine sehr generische Bezeichnung, ShareNow. Ja? Was überhaupt, was share ich? Warum now? Warum nicht morgen, nicht gestern? Es ist eine Beschreibung. Es ist auch als Wortbildmarke eingetragen. Das heißt, der markenrechtliche Schutz ist ja überschaubar. Also ich hätte denen definitiv eine Wortmarke empfohlen und die auch wirklich dann inhaltlich aufgeladen. So ist immer das Problem, dass man diese beschreibenden zwei Worte hat, die einfach schon eine Bedeutung in sich tragen. Und ja, da jetzt sozusagen eine profilierte Marke draus zu machen, halte ich für ein hehres Unterfangen. Genau, also wenn man jetzt, sagen wir mal, auf einen englischsprachigen Markt, das ist ja, das werden die wahrscheinlich ja weltweit ausrollen unter dem Namen. Wenn man jetzt irgendwie auf Englisch sagt, hier, there's a car, share now, dann ist das ja rein deskriptiv. Also ich denke nicht, dass die irgendwem verbieten können, share now für Mobilitätskonzepte oder Carsharing oder so zu verbieten. Also das wird wohl jeder sagen dürfen, würde ich jetzt mal so tippen. Ja, und wenn die jetzt sich trotzdem für den Namen entschieden haben, heißt das ja, dass sie das eben nur mit dieser Wortbildmarke eingetragen kriegen. Ich blende die mal in diesem Video hier ein. Später, wenn ich schneide, dann haben die eben nur Schutz auf diesen grafischen, auf diese grafische Gestaltungsform. Ich denke nicht, dass die jemanden verbieten können, die Worte ShareNow zu verwenden, also irgendwelchen Wettbewerbern. Das heißt, ja, aus meiner Sicht könnten Wettbewerber wahrscheinlich
einfach sagen, Share, Leerzeichen Now. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie viel tun können. Entsprechend schmal ist der Schutz. Außerdem, die Wortmarken haben ja auch noch die Wortbildmarken, oder also hier ist jetzt deutsche Wortbildmarke angemeldet worden, die haben ja noch einen weiteren Nachteil. Wenn die dann eben zum Beispiel in 4 oder 5 Jahren auf die Idee kommen, sich ein anderes Design auszudenken, ein anderes Corporate Design, dann wird die Marke nicht mehr wie eingetragen benutzt. Dann kann sie wahrscheinlich von Wettbewerbern wegen Nichtbenutzung irgendwann gelöscht werden. Dann müssen die halt wieder eine neue Marke anmelden. Also markentechnisch aus meiner Sicht eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie schätzt du das so ein? Aus deiner, du bist ja eher so im Bereich Markenpositionierung, Markenführung, Markenentwicklung unterwegs. Wie bewertest du das? Also ich sehe es auch ähnlich. Die werden es nicht schaffen, diesen Namen oder diese Beschreibung zu monopolisieren. Hinzu kommt noch, das sind dann wieder schöne Aufgaben für dich als Anwalt in dem Bereich. Es gibt mehrere hundert Marken in dem Kontext, die schon eingetragen sind. Ja. Das heißt, es wird dort Konflikte geben, es wird dort Überschneidungen geben. Von dem her sind Prozesse und Streitereien schon vorprogrammiert. Persönlich, ich glaube, das ist der Weisheit letzter Schluss. Und ich glaube auch zu wissen, dass die Strategie entwickelt haben, auch die Marketing- und Markenverantwortlichen, bessere Vorschläge hatten. Ich vermute, der Vorstand hat am Schluss gesagt, so ein neuer Name ist uns zu gewagt. Wir nehmen das, was wir schon kennen. Und das war sicherlich keine gute Entscheidung. Also markenstrategisch würde ich sagen, wirklich schlecht. Und markenrechtlich glaube ich, dass sie viele Probleme die nächste Zeit haben werden. Ja, genau. Die fangen ja jetzt schon an. Die haben ja mehrere neue Begriffe jetzt gelauncht. Also Free Now, Reach Now, Park Now für eine Park-App, Charge Now für eine App oder für so ein Produkt, wie man eben aufladen kann, Elektromobilität. Free Now eben für Taxi-App. Jetzt habe ich gesehen, am 22. Februar hat ein Italiener eine Unionsmarke Free Now angemeldet, weil die eben wahrscheinlich vergessen hatten, sich Free Now als Marke auch zu schützen mit diesem Design. Das wird jetzt auf die zukommen, dass da, dass die einmal das Problem haben, dass sie eben nicht rechtzeitig alle diese Namen geschützt haben und andere sich die jetzt gegrabt haben quasi. Ich habe das bei Apple auch hin und wieder beobachtet. Die haben ja auch hin und wieder Begriffe genommen, die eben schon markenrechtlich besetzt waren, und dann haben die einfach das Portemonnaie rausgeholt in den meisten Fällen, wenn ich das richtig beobachtet habe. Und dann haben da einfach an den Inhabern der älteren Marken einfach gesagt, okay, wir kaufen sie dir ab, und dann haben sie entsprechend blechen müssen. Aber ich weiß nicht, die haben natürlich jetzt eine relativ tiefe Kriegskasse, da stecken große Unternehmen dahinter, aber so, ich finde das keine sehr glückliche Strategie. Die hätten ja auch mal diese Namen, wenn die sich schon diese Konzepte ausgedacht haben, rechtzeitig schützen können. Ne? Also ich sehe das genauso. Also das ist strategisch nicht durchdacht gewesen. Das ist mit heißer Nadel gestrickt. Man redet zwar heute von agilem Management, aber das ist damit nicht gemeint. Und das geht ja weiter. Wir haben ShareNow, wir haben ParkNow, wir haben 5 oder 6 Now-Marken sozusagen. Da ist schon mal die Frage, bei wem bin ich jetzt Kunde? Was konsumiere ich gerade? Ja. Und deswegen, die hätten einen Überbegriff, eine wirklich schutzfähige Wortmarke etablieren müssen, meines Erachtens. Und dann gerne ShareNow und ParkNow als Deskription drunter gesetzt, als den Bereich, den ich hier sozusagen jetzt nutze, aber als Produktmarken. Es gibt ein Riesenchaos, der Kunde weiß nicht vor, nicht zurück. Der weiß nicht, hat er die richtige App runtergeladen und so weiter. Das ist also meines Erachtens nicht durchdacht. Und deswegen ist für mich ja ShareNow der falsche Weg. Ja, ich habe noch eine Sache entdeckt. Die haben die deutsche Marke ShareNow nicht auf sich angemeldet, sondern auf deren Kanzlei. Also Inhaber der Marke ist aktuell noch Grünecker. Das ist eine sehr große Patentanwalts- und Rechtsanwaltskanzlei in München. Renommiert und auch sehr gut. Und die haben eben für ihren Mandanten, ich weiß nicht, ob es Mercedes oder BMW ist, keine Ahnung, oder ein Gemeinschafts-Joint Venture, eben ShareNow angemeldet, eben in der grafischen Ausgestaltung. Mal sehen, wie die anderen Marken jetzt dazukommen und ob die das vielleicht nochmal überdenken. Meinst du, ist das möglich, dass die da vielleicht nochmal, wenn sie jetzt sehen, okay, vielleicht war es doch nicht so der kluge Move, nochmal alles umbranden oder so? Ja, ein Vorstand gesteht es natürlich selten oder nicht gerne ein, dass er einen Fehler begangen hat. Deswegen glaube ich nicht daran.
Aber ich weiß, dass bei Startups im Schnitt jedes vierte, fünfte Startup seinen Namen später nochmal ändert, weil man merkt, der ist einfach nicht so fruchtbar, nicht so sprachlich, nicht kulturell übergreifend, nicht schutzfähig, entsprechend umfangreich, und man dementsprechend dann mit etwas mehr Ruhe und Bedachtheit letztendlich einen besseren Namen wählt. Aber ich glaube, in dem Fall, der Vorstand hat es ja entschieden, soweit ich das weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so souverän sind und sagen, okay, die Experten sagen, es war nicht so gut, lasst uns jetzt bitte einen anderen Namen nehmen, weil ich gehe davon aus, die haben mehrere hundert Namensvorschläge auf dem Tisch gehabt schon, die ja. von der Beratung der Agentur, vom Anwalt entsprechend vorbereitet worden waren. Und das wäre souverän, aber ich glaube, dass sie so souverän nicht sind, sondern die werden jetzt mit Vollgas losgehen. Problem ist nur, ein guter Name ist auch ein guter Start und ein schlechter Name ist ein schlechter Start. Von dem her ist es, ja, steht das Joint Venture nicht unter den besten Voraussetzungen oder startet nicht unter den besten Voraussetzungen. Ich glaube, ja, bin mal gespannt, weil die werden alle Kraft brauchen, die sie kriegen können, um gegen den Wettbewerb zu bestehen, um wirklich stabile, attraktive Leistungen anzubieten. Und da wäre es natürlich ganz gut, wenn sie auf der Namensseite mit einem richtig guten Namen, mit einer richtig guten Wortmarke am Start wären und wohlgemerkt mit einer Dachmarke für die ganzen Mobilitätsdienstleistungen und dann gerne ShareNow, ParkNow etc. als beschreibende Elemente, aber bitte nicht als Unternehmensname oder ja, Unternehmensnamen. Jetzt sind es ja vier oder fünf, die da am Start sind. Wahrscheinlich kommt noch ein sechster, siebter irgendwann dazu. Und ganz ehrlich, da haben wir als Konsumenten, als Kunden überhaupt keine Lust, uns das alles zu merken und die Unterschiede uns zu merken und ja, zu lernen. Genau. Also wie man es machen kann, hat ja der ehemalige Partner von BMW vorgemacht. Sixt ist ja rausgegangen und ist jetzt in Berlin gestartet mit Sixt Share. Also die haben ja eine Dachmarke Sixt und machen dann einfach eine Submarke Sixt Share. Also finde ich total konsequent. Brauchen sie auch keine neue Marke anmelden. Die haben ja Sixt als Wortmarke. Und ja, perfekt. Also super effizient, markenrechtlich super effizient. Ja, brauchen nicht in allen Ländern plötzlich 1000 neue Marken anmelden, sondern können einfach mit der existierenden Marke weiterarbeiten und haben einfach eine Submarke Share halt gemacht. Ja. Problem ist natürlich, bei einem Joint Venture geht es nicht, weil natürlich keiner von beiden da zurückstecken will oder vorpreschen möchte. Ja, klar. Hat man gesagt, man möchte einen neuen Namen, das ist auch legitim, aber ich bezweifle halt, dass Now wirklich als Marke mit der Zeit so stabil wird, wie zum Beispiel, wir haben sowas ja durchaus. Wenn ich an Kinder denke von Ferrero, die haben es ja wirklich über 30, 40 Jahre geschafft, dass Kinder eine beschreibende Bezeichnung auch tatsächlich als Schokoladenmarke am Markt stark ist. Aber erstens ist das Geschäft sehr schnelllebig. Zum Zweiten ist auch der Begriff ja Now vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr so angesagt. Also ich sehe da einige Probleme in dieser Bezeichnung. Und deswegen, ich hätte denen Kunstbegriff empfohlen, den ich inhaltlich wirklich frisch aufladen kann mit Bedeutungen, dass der Kunde, wenn er den Namen hört, ganz bestimmte Dinge im Kopf hat. So schwingt immer Share, so schwingt immer die Bedeutung von Now mit. Die werden dann nie ein richtiges Profil an den Markt bekommen. Die Leute werden es verwechseln. Und wenn dann, wie gesagt, manche noch clever sind und dann Sixt Now, das ist viel einprägsamer, Sixt kenne ich. Und jetzt oder Share Sixt oder Sixt Share, da komme ich eher noch hin, dass ich mir das merken kann. Und wie gesagt, Sixt kenne ich, auch da habe ich natürlich hohes Vertrauen. Bei ShareNow muss ich sagen, wer ist das? Kenne ich gar nicht. Was für ein Anbieter ist das? Sind die aus Asien, aus Amerika oder aus Europa? Man hätte auch durchaus so ein paar deutsche oder europäische Anklänge in den Namen reinbauen können, um diese Herkunft aus Germany sozusagen weltweit auch zu kommunizieren. Wir sind ja nach wie vor trotz Dieselskandal in der Welt als sehr gute Autobauer angesehen und könnten auf dem Weg natürlich auch unsere Reputation im Bereich Mobilitätsdienstleistungen forcieren. Aus meiner Sicht eine vergebene Chance. Ja, denke ich auch. Also nicht jeder hat so eine tiefe Kriegskasse wie BMW und Mercedes, um dann eben jetzt die Fehler dann nachher mit Geld auszubügeln, zum Beispiel allein die gegrabten Marken alle zu kaufen oder halt mit Prozessen und Löschungsverfahren platt zu machen. Ich glaube, das wichtigste Learning für die meisten Zuschauer hier, die eben nicht so tiefe Kriegskassen wie die großen Konzerne haben, also weil sich mittelständische Unternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen, ist das beste Learning vorher eben genau gucken, einmal sind die Marken noch frei, ja, gibt's die, hat vielleicht jemand anders schon ähnliche Marken angemeldet, und dann eben Namen zu wählen, die man als Wortmarke auch eingetragen kriegt, die fantasievoll genug sind, die man dann eben auch besser positionieren und emotional aufladen kann und die eben nicht sofort eine Assoziation irgendwie mit sich bringen, richtig?
In den meisten Fällen korrekt, wobei man auch sagen muss, je kleiner das Werbebudget oder das Kommunikationsbudget später ist, umso schöner ist natürlich, wenn man einen Namen wählt, der zumindest symbolisch etwas andeutet. Also Evonik ist ein toller Name, aber da muss ich halt erstmal wieder 50 Millionen in die Hand nehmen, damit alle wissen, was Evonik macht. Ganz ehrlich, das weiß bis heute keiner so richtig. Liegt aber ein bisschen an dem Gemischtwarenladen, der dahinter steht. Ja. Und deswegen natürlich, wenn ich wenig Budget habe, ist ein symbolisch anklingender Name sicherlich sinnvoll, aber halt, er muss anklingen und er darf nicht beschreibend sein, sonst bin ich sofort wieder bei einer Wortbildmarke mit einem geringeren Schutz. Ziel muss es sein, eine Wortmarke zu etablieren und wie gesagt, wenn ich Budget habe, gerne ganz einen Fantasienamen und wenn ich weniger Budget habe, hilft es natürlich, wenn der Name andeutet, in welchem Bereich bin ich tätig, was ist vielleicht der besondere Vorteil, wenn ich ein Beispiel nennen darf, ne, Lexus im Autobereich, da klingt natürlich Luxury, klingt in Lexus wunderbar an. Das heißt, der Name positioniert sich schon mal, oder Infinity von Nissan war auch so ein schönes Beispiel. Die Unendlichkeit, das ist auch was sehr Großes, Großartiges. Das sind sehr symbolträchtige Namen, sind aber Fantasiebezeichnungen, die dann die Autohersteller auch schützen konnten. Von dem her abwägen, wie viel Budget habe ich, wie flexibel muss ich auch die Aufladung mit Inhalten halten. Wenn ich sehr genau weiß, was ich dort tue unter dem Namen und wenn mein Budget klein ist, dann ist es durchaus auch sinnvoll, einen gewissen Anklang an die Leistung zu bringen, aber halt so weit weg von unserem Sprachgebrauch, dass es halt als Wortmarke durchgeht. Ja, genau. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und deine Kommentare. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter über, wie man das, was jetzt falsch gelaufen ist und wie man es besser machen kann, diskutieren. Wenn die Leute mehr über dich rausfinden wollen und mehr und Tipps von dir haben wollen, wo finden sie mehr über dich? Wo können sie mit dir in Kontakt treten? Also die erste Anlaufstelle ist natürlich das Markenlexikon, also www.markenlexikon.com. Aber natürlich bin ich auch auf Twitter unter Carsten Kilian zusammengeschrieben, zu finden, Carsten mit K, Kilian mit einem L. Und das Gleiche gilt auch dann für Facebook, wo ich unter anderem mit Markenlexikon als Webseite da bin, wo ich Markenthemen spiele. Und natürlich als Person bin ich dort auch präsent. Aber da wäre die Hauptanlaufstelle sicherlich das Markenlexikon auf der Facebook-Seite, sozusagen die Fanpage, dort mal reinzuschauen vielleicht. Und ansonsten natürlich auch durchaus ab und zu in der Presse. Ich schreibe jeden Monat in der Absatzwirtschaft zum Beispiel seit 10 Jahren eine Kolumne, wo ich meinen Fachbegriff immer versuche, kompakt und kurz zu erklären. Also auch da kann man durchaus das eine oder andere von mir hören und lesen. Und ansonsten natürlich auch gerne einfach anrufen. Ja, sehr gut. Ich werde das alles hier unter dem Video verlinken und im Endscreen auch dein markenlexikon.com verlinken. Vielen Dank, dass du dabei warst, Carsten.